Ja, Blub, wir haben ein weiteres Emblem. Helm-Emblem. Da ist so ein, ja, so ein Steuerrad drauf. A metal plate shaped like a shield. There's a symbol that looks like a steering wheel engraved on it. Schön. Gut, jetzt haben wir schon mal zwei von den Dingern. Man muss kein Prophet sein, um sagen zu können oder sagen zu dürfen, dass man noch ein paar von den Dingern hier sammeln muss. Und die muss man dann hier in der Mitte einsetzen. Das sieht man hier in der Konsole. Das sind schon mal vier Vertiefungen. Das heißt, uns fehlen noch zwei Embleme. Mal gucken, was wir jetzt noch hier so machen können. A Steel Cabinet with a Double Door. Das ist schön. So, hier haben wir eine weitere Konsole, wo man Knöpfchen drücken kann. Aber ich glaube, uns fehlt hier noch irgendwas. Da muss man doch irgendwo was einsammeln können dafür. Das weiß ich jetzt aber einfach nur aus der Erfahrung heraus, weil ich ja schon mal vor kurzem in diesem Raum hier war. Ventilation Fans. There are metal bars over the openings, so we can't go through them. Ja, blöd. A pipe. A pipe. A pipe. Ja. There are three pipes here. Give me a P. Give me an I. Give me a P and an E. What's that spell? Pipe. What the hell are we doing? Ich finde das sehr schön. Ja, besonders Snakes Gesichtsausdruck war so genial, aber. Ne. So, ein Schrank mit einem Zettel. There's something written on these pieces of paper. Looks like we've got three sheets of the stuff. New material has been added to the file screen. So. Morse Code Chart. Ah, A, B, C, D. Oh, wir können das Morse-Alphabet lernen. Das ist ja der Wahnsinn. Also hier kurz, lang, kurz, kurz, bla, bli, blub und so weiter und so fort. Das ist ja unfassbar. So, man lernt richtig was in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn. There's nothing left in the cabinet. Und das ist nicht mal ironisch gemeint oder so, weil man lernt ja wirklich in diesem Spiel einige interessante Dinge, wenn man sich mal ein bisschen einfach damit auseinandersetzt. There are three pipes here. There are three pipes here. Okay, gut. Die Röhrchen, die sind nicht mehr ganz so interessant. Monitore. These monitors hang down from the ceiling. Each screen shows a room on the ship. Wurden wir also eventuell doch die ganze Zeit beobachtet? Es steht ja immer noch die Frage im Raum, wer jetzt wirklich Zero ist. Bei euch existieren, glaube ich, momentan hauptsächlich drei Favoriten. Das ist zum einen Santa, zum anderen June. Und dann wäre dann noch die Außenseiterchance für Jumpy, weil wir bisher eigentlich über ihn so relativ wenig wissen, mehr oder weniger, und einige von euch die Befürchtung haben, dass es dann am Ende heißt, haha, ich als Hauptprotagonist bin jetzt plötzlich Zero und mache irgendwie die ganze Zeit, was ich will, so oder so ähnlich. Ja, mal gucken, ne? Ich bin sehr auf eure Reaktion gespannt. These monitors hang down from the ceiling. Each screen shows a room. Aber das würde trotzdem bedeuten, wenn einer von den dreien Zero ist, dann würde das zwangsläufig bedeuten, dass hier keiner während des Non-Binary Games hier war, um dann die Protagonisten zu beobachten. Das würde ja irgendwie keinen Sinn ergeben. There are piles of crap everywhere. This is a pretty impressive mess. If we try and search every one of these, we're gonna be at it till the cows come home. Well, that doesn't seem too bad. We won't have to go bring them in ourselves then. Don't you get smart with me, kid. How about we deal with this area later, okay, guys? Maybe you should try something more promising. Gute Idee. Obwohl das gar nicht so schlimm aussieht, finde ich hier auf dem Tisch. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich einigermaßen Mühe gibt, dann kann man das relativ schnell sortieren. Aber ich bin auch ein Fan von sowas. So. The metal shutter looks pretty sturdy. It's framed with black and yellow warning. Warning stripes. So. Alright, let's open it. Oh, holy shit. This is pretty damn creepy. There's a coffin in there. A coffin. A coffin. Oh man, does Seven think. Yeah, he's all pale. He's thinking the same thing I am. No way. Could this be? I'm sorry, but what's going on? It's a coffin. I wonder if there's a vampire in it. Right, I guess Clover and Snake don't know the story. Man, I can't bring myself to tell them. Well, at any rate, let's have a look around.
Ja, warum sind Junpei und Seven jetzt an der Stelle so geschockt? Ganz klar, weil beide die Horrorstory bezüglich Alice, über die Horrorstory von Alice Bescheid wissen. Es hieß ja auch die ganze Zeit, sie würde hinter der Bibliothek irgendwie schlafen liegen, die ganze Zeit über und so weiter und so fort. There's a metal plaque on the coffin. Snake's touching it. All eyes. Ah, the two machines. Ugh. Holy shit. Man, this is serious. Oh, well, let's open it, shall we? Clover, if you could give me a hand. Okay, I got it. Ready? 3, 2, 1. Ha! Huh. No luck. It doesn't seem to be ready to open. Yeah, but it's not like it's screwed shut or something. Yes, I believe it's locked in some other way. Hey, Seven, you think you could open it up with your superhuman strength? No. What's wrong? I think I'll just pass on this one, okay? What the heck? Very well, we'll just have to give up on the coffin for now. Let's look around the room a little more, shall we? Alice sleeps in a small chamber past the forest of knowledge beneath the navel of the gigantic. Is that actually true? Wenn ja, dann liegt da drin eine wunderschöne Frau, die gefroren ist. Bei Zimmertemperatur. Gut, aber für den Moment kriegen wir den Sarg nicht auf, deswegen lassen wir das einfach mal getrost sein und widmen uns stattdessen dieser Maschine hier hinten. Let's see what happens when I... Whoa! Well, now we've got something on the screen at least. Huh? What is this? Oh, wait a minute. I saw something like this when I figured out that Morse code puzzle back in the communications office. Morse code? Yeah. The dots on here look like dits for Morse code. There's two dots on the first line, four on the second, and one on the last. Oh, I'm afraid I don't understand. Well, perhaps you should give it a shot anyway. Alright, I'll try. Before I do that though, maybe I ought to run through the instructions. If I just tap the button, it'll enter a dit. If I hold the button down, it'll enter a da. Yeah. Once we enter our answer, it'll automatically determine if it was the correct answer or not. I can also switch through the code sheets I've got by touching the three icons over on the right. Alright, let's do this. Genau. Dadurch, dass wir nämlich die Zettel gefunden haben, können wir hier durchschalten und uns das ja, Morse-Alphabet eben angucken. Und jetzt müssen wir nur noch überlegen, was wir hier tatsächlich reinschreiben. Ja, was schreiben wir jetzt rein? Ich glaube, das ist so eine Sache, auf die muss man mehr oder weniger alleine kommen? Muss man tatsächlich. Weil ich wüsste jetzt nicht, wir haben keinen anderen Hinweis in diesem Raum gefunden. Deswegen sage ich an der Stelle einfach mal, was man schreiben muss. Zumindest glaube ich, dass es das war. Wir müssen Folgendes schreiben. A. Ups. Dup. Dup. A. L. Oder auch nicht. Hä? Ich hätte wetten können, dass wir All Ice schreiben müssen. Alice. Ach so, nee, oder All, genau, ich wollte mit Doppel-L. Ah, nee, wir müssen wahrscheinlich Alice schreiben, kann das sein? Oh, Moment. Also nochmal, so. Kurz, lang. Zum L. Kurz, lang, kurz, kurz. So, jetzt I. I, zwei Punkte. Einmal. Nee, irgendwie. Irgendwie nicht. Alice. Bin ich jetzt doof? Moment. Dup, dup. 1, 2. Hier können wir 4 eingeben. Und hier ein. Wie viele Wörter mit drei Buchstaben kennt ihr, die jetzt irgendwie entscheidend sein könnten? Oder einfach nur Eis? Moment. 1, 2. Lang, kurz,
lang, kurz und dann E. Tatsächlich. I see. It seems you have solved the puzzle, Jumpy. Excellent work. The answer was ice. How did you know? All I had to do was listen to the sounds the machine made. After that, it was a trivial matter to decode them. Ah, yes. I believe I heard a noise from somewhere on the right of the device after you solved the puzzle. It sounded rather like something sliding open. Do you see anything that could have made that noise? Yeah, that's true. Ah, yes, one more thing. I heard a sound from behind the shutter. Perhaps the coffin is unlocked now? What? Okay. Erstmal schnappen wir uns das Emblem. Das Code-Emblem. A metal plate shaped like a shield. It has some sort of weird pattern engraved on it. I don't know how to describe it. Wisst ihr's auch nicht. Considering where I found it, it's probably a code. Für irgendwas. Vielleicht soll einem das jetzt tatsächlich irgendwas sagen oder so, aber ich habe keinen Schimmer. So, ihr könnt euch das vielleicht nochmal im Pausenmodus von YouTube angucken und euch dann eure eigene Meinung dazu bilden. Ansonsten fahren wir jetzt einfach mal hier das Gatter wieder hoch und gucken uns den Sarg näher an. Alright, fine. I'll open it. Okay, Jumpy, you can do this. It's just a box. It's just a box. Oh, holy shit, this is a coffin. There's going to be something horrible in there. I just know it. Okay, okay. Deep breaths. Here we go. Oh man, there's nobody in there. Shit, can't believe I was scared of something like that. What do you mean, nobody? Were you expecting someone to be in there? It's a long story. Ask Jumpy about it sometime. Well, just like Seven said, there's nobody in there. There is something in there, though. Well, two somethings, actually. What is that? Ja, was denn? Ach so, hier unten. Oh. There are two things on the bottom of the coffin. Looks like we've got a plate with an emblem on it, and... The Neptune key! Yes, we finally found it. Now we can get through the hallway. That's correct, Clover, but we do need to get out of this room first, you know? Yeah, I know. Okay, let's get the hell out of here as quickly as possible. I don't have any objections to that. I don't think we'll use the Neptune key in this room. It's really important though, so I'll keep it in my pocket for now. As far as this other thing goes... Coffin emblem. A metal plate shaped like a shield. It has a sort of cross-hatched pattern on it, like a waffle. The waffle pattern looks just like the lid of the coffin. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir vier Embleme. Das sollte ja für die komische Maschine in der Mitte reichen. So. Den Sarg machen wir wieder zu. Fertig. Ob da jemals was drin war oder ob das Ganze wirklich nur eine Horrorgeschichte ist oder was auch immer, werden wir es jemals erfahren. Wer weiß das schon so genau. So. Alright, I've put the emblems into the four intendations on the desk, but... Huh? Nothing's happening. Wait, what's Snake doing? I feel symbols engraved just above each intendation. On the upper left is the steering wheel symbol. On the upper right, the cross symbol. On the bottom left, the mysterious circle symbol. And lastly, the raffle pattern is engraved near the bottom right intendation. Additionally, each symbol seems to have been given a number. First steering wheel, 2 cross, 3 mysterious circle, and 4 raffle patterns. Perhaps we need to insert the emblems in this order? That order, huh? Ja, Moment. Also zuerst, was hat er gesagt? Cross emblem? Well, I put the emblem into the indentation. Ich glaube, ich spreche das Ganze falsch aus. But nothing's happening. The indentations are numbered 1 through 4. And there are symbols for a steering wheel. Okay, zuerst. Steering wheel, cross, weird circle and some kind of raffle pattern. Okay. Steering wheel.